Stephen King. Nachtschicht. Erzählungen vom Meister des Horrors. Erschienen beim Bastei-Lübbe Verlag. Ich bin das Tor. Richard und ich saßen auf meiner Veranda und schauten über die Dünen auf den Golf hinaus. Der Rauch seiner Zigarre hing träge in der Luft und die Moskitos blieben in gemessener Entfernung. Das Wasser war ein kaltes Blau-Grün, der Himmel ein tieferes, echteres Blau. Eine angenehme Kombination. »Du bist das Tor«, wiederholte Richard nachdenklich. »Du bist also sicher, dass du den Jungen umgebracht hast? Oder hast du das Ganze vielleicht nur geträumt?« »Ich habe es nicht geträumt. Und ich habe ihn auch nicht umgebracht. Das habe ich dir doch schon erzählt. Sie waren es. Ich bin nur das Tor.« Richard seufzte. »Hast du ihn begraben?« »Ja.« »Weißt du noch wo?« »Ja.« Ich griff in die Brusttasche und holte eine Zigarette heraus. Mit den Bandagen an den Händen war das gar nicht so einfach. Das Jucken war unerträglich. »Wenn du das Grab sehen willst, müssen wir deinen Buggy nehmen. Du kannst mich doch nicht«, ich zeigte auf meinen Rollstuhl, »auf diesem Ding durch den Sand rollen.« Richards Buggy war ein 1959er VW mit riesigen Reifen. Mit dem Ding sammelte er Treibholz. Er war Immobilienmakler in Maryland gewesen, und seit er sich aus dem Gewerbe zurückgezogen hatte, lebte er in Cape Caroline. Aus dem Treibholz schnitzte er Figuren, die er im Winter zu unverschämten Preisen an Touristen verkaufte. Er zog an seiner Zigarette und schaute auf das Wasser hinaus. »Noch nicht. Willst du mir nicht noch einmal alles erzählen?« Ich seufzte und versuchte, mir die Zigarette anzuzünden. Er nahm mir die Streichhölzer weg und tat es selbst. Ich zog zweimal an der Zigarette und atmete den Rauch tief ein. Das Jucken an meinen Fingern machte mich fast wahnsinnig. »Okay«, sagte ich. »Gestern Abend um 7 Uhr war ich hier draußen und schaute auf den Golf hinaus und rauchte, genau wie jetzt. Geh weiter zurück«, bat er. »Weiter? Erzähl mir von dem Flug.« Ich schüttelte den Kopf. »Richard, darüber haben wir uns schon 100 Mal unterhalten. Da ist nichts.« Sein zerfurchtes Gesicht wirkte so rätselhaft wie seine Treibholzfiguren. »Vielleicht erinnerst du dich dann«, sagte er. »Vielleicht fällt dir dabei etwas ein. Meinst du wirklich?« »Es ist doch möglich. Und wenn du fertig bist, suchen wir das Grab.« »Das Grab«, sagte ich. Es klang hohl und entsetzlich und dunkel. Dunkler noch als der ganze schreckliche Ozean, durch den Cory und ich vor 5 Jahren hindurch mussten. Dunkel, dunkel, dunkel. Unter den Bandagen starrten meine neuen Augen blind in die Dunkelheit, die ihnen eben diese Bandagen aufzwang. Sie juckten. Eine Saturn 16 trug Cory und mich in die Umlaufbahn. Die Kommentatoren nannten sie die Empire State Building Rakete. Sie war wirklich ein Ungetüm. Verglichen mit ihr wirkte die alte Saturn 1b wie eine Redstone. Die 16 startete aus einem 60 Meter tiefen Schacht, denn sonst hätte sie das halbe Camp Kennedy mitgerissen. Während der Erdumkreisung überprüften wir alle Systeme und schwenkten dann auf unsere Flugbahn ein. Unser Ziel war die Venus. Wir ließen einen Senat zurück, der darüber zerstritten war, ob er noch weitere Raumfahrtprojekte finanzieren solle, und einen Haufen NASA-Leute, die händeringend hofften, dass wir etwas finden würden. Irgendetwas. »Ganz gleich was«, sagte Don Lovinger gern, wenn er ein paar getrunken hatte. »Dieser Wichtigtour vertrat beim Projekt Zeus die Privatindustrie. Ihr seid hervorragend ausgerüstet«, sagte er. »Ihr habt 5 hochgezüchtete TV-Kameras, ein hübsches kleines Teleskop mit Millionen von Linsen und Filtern. Ihr müsst Gold und Platin finden. Besser noch, ihr findet ein paar kleine blaue Männchen, die wir studieren und denen wir uns überlegen fühlen können. Und wenn ihr nur Rotkäppchen und den bösen Wolf findet, wäre das besser als gar nichts.«
Wenn es nur möglich gewesen wäre, hätten Cory und ich den Leuten gern den Gefallen getan. Im Raumfahrtprogramm lief überhaupt nichts mehr. Von Borman, Anders und Lovell, die 1968 den Mond umrundeten und eine öde, leere Welt vorfanden, die wie ein verdreckter Sandstrand aussah, bis zu Markham in Jax, die 20 Jahre später auf den Mars landeten, wo sie nur trockene Wüste und ein paar Flechten sahen, war das ganze Raumfahrtprogramm nichts als ein teurer Fehlschlag gewesen. Und es hatte Tote gegeben. Peterson und Lederer sind dazu verdammt, bis in alle Ewigkeit um die Sonne zu kreisen. Bei dieser zweitletzten Apollo-Mission hatte plötzlich überhaupt nichts mehr funktioniert. Das kleine Raumobservatorium, in dem John Davis sich auf einer Umlaufbahn befand, wurde, die Wahrscheinlichkeit war 1 zu 1000, von einem Meteoriten durchlöchert. Nein, das Raumfahrtprogramm gab nichts mehr her. Wie die Dinge standen, war unser Flug zur Venus wahrscheinlich unsere letzte Chance, den Leuten zu sagen, dass wir es von Anfang an gewusst hätten. Der Hinflug dauerte 16 Tage. Wir aßen eine Menge Konzentrate, spielten auf Drommel und steckten uns immer wieder gegenseitig mit einer Erkältung an. Und vom Technischen her war das Ganze Routine. Am dritten Tag verloren wir einen Luftfeuchtigkeitskonverter. Bis zum Wiedereintritt war das, von ein paar Kleinigkeiten abgesehen, auch schon alles. Wir sahen die Venus von einem Stern zur Größe einer Vierteldollarmünze anwachsen und schließlich hing sie als milchige Glaskugel vor uns. Die Leute von der Kontrolle in Hudsonville erzählten uns Witze und umgekehrt. Wir hörten Musik von Wagner und von den Beatles und überwachten die automatisch ablaufenden Experimente. Von Messen der Solarwinde bis zu Navigationsexperimenten. Wir veranlassten zwei geringfügige Kurskorrekturen und am neunten Tag ging Cory nach draußen und schlug so lange gegen die einfahrbare DSA, bis sie endlich wieder funktionierte. Es geschah absolut nichts Ungewöhnliches, bevor wir... »DSA?« sagte Richard. »Was ist das?« »Ein Experiment, das kein Ergebnis brachte. Eine NASA-Bezeichnung für Raumantenne. Wir funken Pi in Hochfrequenzschwingungen für den Fall, dass jemand zuhörte.« Ich rieb die Finger an die Hose, aber es half nichts. Das Jucken wurde eher noch schlimmer. »Etwas Ähnliches wie das Radioteleskop in West Virginia«, fuhr ich fort, »mit dem Signal aus dem All aufgefangen werden können. Wir haben allerdings nicht gelauscht, sondern selbst gesendet. Hauptsächlich zielten wir dabei auf die äußeren Planeten, Jupiter, Saturn, Uranus. Falls es dort intelligente Wesen gibt, müssen sie gepennt haben.« »Ging nur Cory nach draußen?« »Ja, und wenn er irgendeine interstellare Pest eingeschleppt haben sollte, die Telemetrie hat nichts registriert.« »Trotzdem, es spielt keine Rolle«, sagte ich wütend. »Nur das Hier und Jetzt ist wichtig. Sie haben den Jungen gestern Abend umgebracht, Richard. Es war kein schöner Anblick, es war entsetzlich. Sein Kopf explodierte, als ob jemand ihm das Gehirn herausgekratzt und eine Handgranate hineingesteckt hätte.« »Erzähl die Geschichte zu Ende«, sagte er. Ich lachte hohl. »Was gibt's da zu erzählen?« Wir gingen in eine exzentrische Bahn um den Planeten. Eine extreme Bahn, die immer schwieriger wurde. 23 Mal, 76 Meilen. Das war bei der ersten Umrundung. Bei der zweiten erreichten wir einen noch höheren Wert für die größte Erdferne und die größte Erdnähe war geringer. Wir hatten maximal 4 Umläufe. Wir haben alle 4 gemacht. Wir konnten den Planeten gut beobachten. Wir machten über 600 Aufnahmen und verschossen Gott weiß wie viele Meter Film. Die Wolkendecke besteht zu gleichen Teilen aus Methan, Ammoniak, Staub und fliegender Scheiße. Der ganze Planet sieht aus wie ein Grand Canyon im Windkanal. Cory schätzte die Windgeschwindigkeit in Bodennähe auf etwa 600 Meilen pro Stunde. Wir hörten die Signale unserer Sonde, bis sie gelandet war. Dann gab sie ein Kreischen von sich und verstummte. Wir sahen keine Vegetation und auch sonst keine Anzeichen von Leben. Das Spektroskop registrierte nur Spuren von wertvollen Mineralien. Das war also die Venus. Nichts als nichts. Und dennoch hatte ich Angst. Es war, als umkreise man mitten im Raum ein Haus, in dem es spukte.
Ich weiß, das klingt recht unwissenschaftlich, aber ich hatte eine panische Angst. Ich war erleichtert, als wir auf dem Rückweg waren. Wenn unsere Raketen nicht gezündet hätten, tja, wahrscheinlich hätte ich mir auf den Weg nach unten die Kehle durchgeschnitten. Die Venus ist anders als der Mond. Der Mond ist zwar öde und irgendwie antiseptisch. Die Welt, die wir sahen, war völlig anders als alles, was je ein Mensch gesehen hat. Vielleicht ist es gut, dass der Planet eine Wolkendecke hat. Er wirkt wie ein Schädel, von dem alles Fleisch abgenagt wurde. Besser kann ich es nicht beschreiben. Auf dem Rückweg erfuhren wir, dass der Senat die Zuweisung für die Weltraumforschung halbiert hatte. Jetzt sind wir nur noch mit Wettersatelliten im Geschäft, sagte Corey oder so ähnlich. Aber ich war eigentlich ganz froh. Gehören wir wirklich dort draußen hin? 12 Tage später war Corey tot und ich lebenslang ein Krüppel. Der ganze Ärger fing nach dem Wiedereintritt an. Der Fallschirm funktionierte nicht ordnungsgemäß, eine kleine Ironie des Lebens. Wir waren über einen Monat im Raum gewesen. Wir waren weiter gelangt als je ein Mensch vor uns. Und alles musste so enden, weil irgendein Idiot eine Kaffeepause nicht abwarten konnte und deshalb ein paar Leinen durcheinander brachte. Eine verdammt harte Landung. Einer der Hubschrauberpiloten hatte gesagt, es habe ausgesehen, als fiele ein Riesenbaby vom Himmel und zöge die Plazenta hinter sich her. Beim Aufschlag verlor ich das Bewusstsein. Ich kam erst wieder zu mir, als sie mich über das Deck der Portland trugen. Der rote Teppich, auf dem wir hätten gehen sollen, war noch gar nicht ausgerollt. Ich blutete. Sie trugen mich über einen roten Teppich, der nicht halb so rot war wie ich, ins Lazarett. 2 Jahre blieb ich im Bethesda Hospital. Ich bekam eine Tapferkeitsmedaille, einen Haufen Geld und diesen Rollstuhl. Ein Jahr darauf kam ich hierher. Ich beobachte gern die Raketenstarts. Ich weiß, sagte Richard und schwieg eine Weile. Dann sagte er, zeig mir deine Hände. Nein. Meine Antwort kam schnell und scharf. Sie dürfen sie nicht sehen. Das habe ich dir doch schon gesagt. Es ist 5 Jahre her, sagte Richard. Warum denn immer noch, Arthur? Kannst du mir das erklären? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Was es auch ist, vielleicht wirkt es lange nach. Und wer will behaupten, dass ich es dort draußen gekriegt habe? Was es auch ist, es kann mich auch in Fort Lauderdale erwischt haben. Oder vielleicht sogar hier draußen auf dieser Veranda. Weiß ich das? Richard seufzte und schaute auf das Wasser hinaus, das die sinkende Sonne jetzt in rötliches Licht tauchte. Es fällt mir schwer, Arthur. Aber ich möchte nicht gern glauben, dass du im Begriff bist, den Verstand zu verlieren. Wenn ich unbedingt muss, zeige ich dir meine Hände, sagte ich. Dieser Satz kostete mich einige Anstrengung. Aber nur, wenn ich muss. Richard stand auf und nahm seinen Stock. Er sah alt und gebrechlich aus. Ich hole den Buggy. Wir werden den Jungen suchen. Danke, Richard. Er ging auf dem ausgetretenen Sandweg davon, der zu seiner Hütte führte. Hinter der großen Düne, die sich an Cay Caroline entlangzog, war gerade noch das Dach zu sehen. Über dem Wasser zum Kamm hin hatte der Himmel eine hässliche violette Färbung angenommen. Und in der Ferne hörte ich es leise donnern. Ich wusste nicht, wie der Junge hieß, aber ich sah ihn hin und wieder, wenn er mit einem Sieb unter dem Arm den Strand entlang ging. Er war von der Sonne fast schwarz gebrannt und trug immer nur alte, abgeschnittene Jeans. Am Ende von Cay Caroline liegt ein öffentlicher Badestrand. Und ein fleißiger junger Mann kann am Tag gut und gerne $5 zusammenbekommen, wenn er nur geduldig den Sand nach Münzen durchsiebt. Gelegentlich winkte ich ihm zu und er winkte zurück. Eine unverbindliche Bekanntschaft. Wir waren Fremde und doch Brüder. Denn wir wohnten hier das ganze Jahr über und hatten mit den Touristen nichts zu schaffen, die viel Geld ausgaben, Cadillacs fuhren und auch sonst großspurig auftraten. Ich nahm an, dass er in einem der Häuser wohnte, die in etwa 800 Metern Entfernung um das kleine Postamt herumstanden.
Als er an jenem Abend vorbeikam, hatte ich schon eine Stunde reglos auf der Veranda gesessen und die Szenerie beobachtet. Vorher hatte ich die Bandagen abgenommen. Das Jucken war unerträglich geworden. Ein wenig besser wurde es nur, wenn meine Hände ihre Augen benutzen konnten. Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kam mir vor wie ein Portal, das ein wenig offen stand und durch das meine Hände eine Welt erblickten, die sie hassten und fürchteten. Aber das Schlimmste war, dass ich auch selbst irgendwie sehen konnte. Stellen Sie sich vor, Ihr Gehirn steckt im Kopf einer Stubenfliege und diese Stubenfliege schaut Sie aus 1000 Augen an. Dann würden Sie vielleicht begreifen, warum ich meine Hände bandagierte, selbst wenn niemand sie sehen konnte. In Miami fing es an. Dort hatte ich mit einem Mann namens Creswell zu tun. Der Mann ist hoher Marineoffizier und muss mich einmal im Jahr überprüfen. Schließlich bin ich im Zusammenhang mit der Raumfahrt Geheimnisträger. Was erwartet der Kerl? Verschlagene Blicke, keins Zeichen auf der Stirn? Das mag der Himmel wissen. Jedenfalls ist meine Pension so hoch, dass es mir fast peinlich ist. Creswell und ich saßen auf einem Balkon seines Hotelzimmers und tranken. Wir diskutierten das Raumfahrtprogramm der Vereinigten Staaten. Es war etwa 2:45. Meine Finger begannen zu jucken. Nicht etwa allmählich, nein. Es war, als würde Strom eingeschaltet, das sagte ich Creswell. Sie haben auf dieser skrofulösen Insel wohl giftige Blätter angefasst, sagte er grinsend. Das einzige Laubwerk auf Cape Caroline ist ein lächerliches Fächerpalmengestrüpp, sagte ich. Vielleicht kommt das Jucken nur alle 7 Jahre. Ich betrachtete meine Hände. Sie waren völlig normal, aber sie juckten. Später unterschrieb ich dann das gleiche Formular. Ich versichere hiermit an Eides Stadt, dass ich weder Informationen erhalten noch weitergegeben habe, die geeignet wären, bla bla bla, und fuhr nach Hause. Ich habe einen alten Ford mit Handgas. Auch die Bremsen betätige ich mit der Hand. Ich hänge an dem Schlitten. Er gibt mir das Gefühl, nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Der Rückweg über die Route 1 ist weit, und als ich endlich die Ausfahrt nach Cape Caroline erreichte, war ich fast wahnsinnig. Meine Hände juckten wie verrückt. Wenn Sie jemals an sich selbst erlebt haben, wie eine tiefe Schnittwunde oder ein Operationsnaht verheilt, wissen Sie ungefähr, wie sich dieses Jucken anfühlt. Es war, als kröchen Lebewesen über meine Hände und bohrten sich in das Fleisch. Die Sonne war fast untergegangen und im trüben Licht der Armaturenbrettbeleuchtung betrachtete ich lange meine Hände. Die Fingerspitzen waren rot und ich sah wie mit einem Zirkel gezogene winzige rote Kreise. Sie saßen ein wenig oberhalb der Fingerkuppen, von denen man Abdrücke nehmen kann und an denen man Hornhaut kriegt, wenn man Gitarre spielt. Auch zwischen dem ersten und dem zweiten Fingerglied der Daumen und Finger und zwischen zweitem Glied und Knöchel entdeckte ich diese roten Kreise. Ich hob die Finger der rechten Hand an die Lippen und ließ sie angewidert fallen. Mich packte dumpfes Entsetzen. Meine Kehle war wie zugeschnürt. Die Stellen mit den roten Flecken fühlten sich heiß an, als hätte ich Fieber. Aber die übrige Haut war weich und kalt wie die eines verrottenden Apfels. Während ich weiterfuhr, versuchte ich mir einzureden, dass ich tatsächlich irgendwelche giftigen Pflanzen angefasst haben musste. Aber dann kam mir ein entsetzlicher Gedanke. In meiner Kindheit hatte ich eine Tante. Sie verbrachte die letzten 10 Jahre ihres Lebens völlig isoliert in einem Zimmer im Obergeschoss unseres Hauses. Meine Mutter trug ihr Essen hinauf und ihr Name durfte nicht erwähnt werden. Später erfuhr ich, dass sie an Lepra erkrankt war. Als ich zu Hause war, rief ich Dr. Flanders an, der auf dem Festland wohnte. Es meldete sich nur der Telefonauftragsdienst. Dr. Flanders sei zum Angeln gefahren. Wenn es dringend sei, könne man Dr. Bellinger anrufen. Wann ist Dr. Flanders zurück? Spätestens heute Nachmittag. Würde das? Aber ja. Nachdenklich legte ich auf und rief wenig später Richard an. Ich ließ es ein Dutzend Mal klingen. Nichts. Unentschlossen saß ich eine Weile herum. Das Jucken war schlimmer geworden. Es ging jetzt vom Fleisch aus. Ich rollte mit meinem Stuhl in das Bücherregal und zog das zerfledderte medizinische Wörterbuch heraus, das ich schon seit Jahren hatte.
Ich fand keine Erklärung für meine Symptome. Alle zu vage. Es hätte alles Mögliche oder gar nichts sein können. Ich lehnte mich zurück und schloss die Augen. Ich hörte die alte Schiffsuhr drüben in der Ecke ticken. Das pfeifende Dröhnen eines Jets, der gerade in Richtung Miami starrte. Den leisen Hauch meines Atems. Ich starrte immer noch auf das Buch in meiner Hand. Mir kam eine grauenhafte Erkenntnis. Langsam erst und dann auf einen Schlag. Ich hatte die Augen geschlossen und doch sah ich das Buch. Was ich sah, war verschwommen und monströs, das verzerrte, vierdimensionale Abbild eines Buches, dennoch als solches zu erkennen. Und ich war nicht der einzige Betrachter. Ich riss die Augen auf und spürte, wie sich mir das Herz zusammenzog. Dieses Gefühl ließ nach, auch wenn es nicht ganz wich. Ich betrachtete die aufgeschlagenen Seiten und sah mit eigenen Augen das Schriftbild und die Diagramme. Eine alltägliche Sache. Aber gleichzeitig sah ich alles von unten, aus einem anderen Blickwinkel und aus anderen Augen. Und ich sah kein Buch mehr, sondern etwas Schauriges, Fremdartiges und Unheilverkündendes. Ich schlug die Hände vor die Augen und sah mein Wohnzimmer als Horrorvision. Ich schrie. Durch die Risse im Fleisch meiner Finger schauten Augen mich an. Ich sah, wie sich das Fleisch öffnete und zurückschob, damit diese toten Augen an die Oberfläche gelangten. Aber nicht deshalb schrie ich. Ich hatte mir selbst ins Gesicht gesehen und ein Ungeheuer erblickt. Die Schnauze des Buggys tauchte über dem Hügel auf und Richard hielt vor meiner Veranda. Der Motor lief unregelmäßig und es gab ein paar Fehlzündungen. Ich fuhr mit dem Rollstuhl die Schräge neben der Treppe hinab und Richard half mir in den Wagen. »Okay, Arthur«, sagte er, »das ist deine Party. Wohin?« Ich zeigte zum Wasser hinunter, wo die große Düne auslief. Richard nickte. Die Hinterräder drehten durch und ließen den Sand spritzen. Normalerweise machte ich hämische Bemerkungen über Richards Fahrkünste, aber heute Abend versagte ich mir das. Ich musste an zu viele Dinge denken. Und dann war da das Gefühl, sie wollen nicht im Dunkeln bleiben. Ich spürte, wie sie versuchten, durch die Bandagen hindurchzusehen, wie sie mich veranlassen wollten, die Bandagen abzunehmen. Holpernd und rüttelnd dröhnte der Buggy durch den Sand zum Wasser hinunter. Auf dem Weg nach unten schien er manchmal fast abheben zu wollen. Blutrot ging links die Sonne unter. Direkt vor uns zogen Gewitterwolken auf. Blitze zuckten über die See. »Nach rechts«, sagte ich, »bei dem Schuppen dort.« Richard brachte den Buggy neben den verrotteten Überresten des Schuppens zum Stehen. Er griff nach hinten und hielt plötzlich einen Spaten in der Hand. Ich zuckte zusammen. »Wo?«, fragte Richard ohne jegliche Regung. »Gleich hier.« Ich zeigte ihm die Stelle. Er stieg aus und ging langsam durch den Sand. Dann stieß er den Spaten in den Boden. Er grub lange. Der Sand, den er hinter sich warf, war feucht. Die Gewitterwolken waren dunkler geworden und standen hoch über uns, und unter ihrem Schatten wirkte die See umso bedrohlicher. Dieser Eindruck wurde noch verstärkt durch das erlöschende Rot der sinkenden Sonne. Lange bevor er aufhörte zu graben, wusste ich schon, dass er den Jungen nicht finden würde. Sie hatten ihn fortgeschafft. Denn gestern Abend waren meine Hände nicht bandagiert gewesen. Deshalb hatten sie auch sehen können. Schlimmer noch, sie hatten gehandelt. Und wenn sie mich dazu bringen konnten, den Jungen zu töten, dann konnten sie mich auch dazu veranlassen, ihn wegzuschaffen, im Schlaf. »Hier liegt der Junge nicht, Arthur.« Er warf die dreckige Schaufel in den Buggy und ließ sich erschöpft auf den Sitz fallen. Die aufziehenden Wolken zeichneten Schatten in den Sand, die sich ständig veränderten. Der Wind fegte den Sand gegen die verrosteten Blechteile des Buggys. Meine Finger juckten. »Sie haben mich als Werkzeug benutzt«, sagte ich dumpf. »Und ich habe ihn von hier entfernt. Sie gewinnen die Oberhand, Richard. Mit Gewalt öffnen sie das Tor. Ganz langsam nur, aber sie öffnen es. 100 Mal am Tag sehe ich etwas völlig Vertrautes, einen Spachtel, ein Bild oder nur eine Dose Bohnen. Ich stehe direkt vor diesen Dingen und weiß nicht, wie ich dorthin gekommen bin.
Ich strecke die Hände aus und zeige es ihnen, und genau wie sie sehe ich etwas Obszönes, etwas Verborgenes, etwas Groteskes. Arthur, sagte er, Arthur, hör auf, lass diesen Unsinn. Im Licht der sinkenden Sonne sah ich das Mitleid in seinem Gesicht. Du sagst, du hättest vor etwas gestanden. Du sagst, du hättest die Leiche des Jungen von ihr fortgeschafft. Du kannst doch nicht gehen, Arthur. Du bist von der Hüfte abwärts tot. Ich griff an das Armaturenbrett des Buggys. Dieses Ding ist auch tot. Und wenn man einsteigt, kann man es in Bewegung setzen. Man kann es sogar zwingen, jemanden zu töten, und selbst wenn es wollte, könnte es das nicht verhindern. Ich hörte, wie laut und hysterisch meine Stimme klang. Ich bin das Tor, begreifst du das denn nicht? Ich habe den Jungen umgebracht, Richard. Sie haben die Leiche fortgeschafft. Du solltest einen Arzt aufsuchen, sagte er leise. Wir fahren zurück, wir. Erkundige dich doch, erkundige dich nach dem Jungen. Es müsste sich doch feststellen lassen. Du kennst doch nicht einmal seinen Namen. Er muss aus dem Dorf stammen. Es besteht nur aus ein paar Häusern. Erkundige dich. Als ich den Buggy holte, habe ich mit Miss Harrington telefoniert. Ich kenne in dieser ganzen Gegend keine neugierigere Frau. Sie weiß alles. Ich habe sie gefragt, ob jemand vielleicht einen Sohn vermisst. Nicht, dass sie wüsste. Aber er muss von hier sein, ganz bestimmt. Er griff nach dem Zündschlüssel. Aber ich legte ihm die Hand auf den Arm. Er sah mich an und ich löste meine Bandagen. Ich ging nicht zum Arzt und ich rief Richard auch nicht wieder an. 3 Wochen lang hatte ich Bandagen an den Händen, wenn ich das Haus verließ. 3 Wochen lang hoffte ich, dass es verschwinden würde. Eine irrationale Verhaltensweise, wie ich zugeben muss. Wenn ich ein ganzer Mann gewesen wäre, der seine Beine nicht durch einen Rollstuhl hätte ersetzen müssen und der normal gelebt hätte, wäre ich wohl zu Dr. Flanders gegangen oder hätte mich an Richard gewandt. Ich hätte es dennoch getan, wenn ich nicht dauernd an meine Tante hätte denken müssen, die man praktisch gefangen gehalten hatte und die bei lebendigem Leibe verfault war. Wie die Dinge standen, schwieg ich verzweifelt und hoffte, dass ich eines Morgens wie aus einem Albtraum erwachen würde und alles wäre vorbei. Und ganz allmählich spürte ich sie, eine anonyme Intelligenz. Ich fragte mich eigentlich nie, wie sie aussahen oder woher sie gekommen waren, das mochte auf sich beruhen. Ich war jedenfalls ihr Tor, ihr Fenster zur Welt, und ich empfand ihren Ekel und ihr Entsetzen, und ich wusste, dass unsere Welt zutiefst von der ihrer verschieden sein musste. Ich erkannte ihren blinden Hass. Ihr Fleisch steckte in meinem, und ich begann zu ahnen, dass sie mich benutzten, mich manipulierten. Als der Junge vorbeiging und wie üblich lässig die Hand zum Gruß hob, war ich schon fast entschlossen, Cresswell im Marineministerium anzurufen. In einem hatte Richard recht gehabt. Was immer mich befallen hatte, musste ich mir im Raum oder während dieser wahnsinnigen Bahn um die Venus zugezogen haben. Die Marine würde mich beobachten lassen, aber sie würde mich nicht von vornherein für verrückt erklären. Ich würde nicht mehr voller Entsetzen in kreischender Dunkelheit hochschrecken und meine verzweifelten Schreie unterdrücken müssen, während sie mich immer und immer wieder anstarrten. Meine Hände streckten sich nach dem Jungen aus und ich merkte, dass ich sie nicht bandagiert hatte. Im fahlen Licht der sinkenden Sonne sah ich die stummen Blicke der Augen. Sie waren groß und weit aufgerissen und ihre Regenbogenhäute schimmerten golden. Einmal war ich mit einem gegen die Spitze eines Bleistifts gestoßen und der rasende Schmerz war durch meinen Arm gefahren. Das Auge hatte mich mit unterdrücktem Hass angestarrt. Ich habe mir nie wieder die Finger gestoßen. Und nun beobachteten sie den Jungen. Ich spürte meine Gedanken abschweifen. Wenig später hatte ich mich nicht mehr in der Gewalt. Das Tor war offen. Ich taumelte durch den Sand auf ihn zu und spürte meine Beine nicht. Sie waren totes Treibholz. Meine Augen waren verspiegelt und ich sah nur mit jenen fremden Augen. Ich sah einen monströsen Alabasterstrand, über den Purpur der Himmel hing, sah die Überreste eines verrotteten Schuppens, der das Skelett einer unbekannten, fleischfressenden Kreatur hätte sein können, sah ein grauenhaftes Wesen, das sich bewegte,
und atmete, das ein Gerät aus Holz und Draht unter dem Arm trug, das aus geometrisch unmöglichen rechten Winkeln konstruiert war. Ich fragte mich, was der unglückliche fremde Junge wohl dachte, als er mit dem Sieb unter den Arm und den Touristenmünzen ausgebeulten Taschen vor mir stand. Was er dachte, als er mich wie einen blinden Dirigenten auf sich zutaumeln sah, die Hände über einen wahnsinnigen Orchester erhoben. Was er dachte, als das letzte Tageslicht auf meine Hände fiel, die rot und aufgerissen von der Last ihrer Augen glänzten. Was er dachte, als meine Hände ruckartige Bewegungen machten, kurz bevor ihm der Kopf platzte. Ich wusste, was ich selbst dachte. Ich dachte, ich hätte den Rand des Universums geschaut und die Feuer der Hölle gesehen. Als ich die Bandagen löste, zerrte der Wind an ihnen und ließ sie wie kleine Wimpel fliegen. Die Wolken hatten den letzten roten Glanz der sinkenden Sonne ausgelöscht und die Dünen lagen unter dunklen Schatten. Über uns raste und kochte der Himmel. »Richard, du musst mir eins versprechen«, schrie ich über den Wind hinweg. »Du musst sofort wegrennen. Wenn es so aussieht, als versuche ich, dir etwas anzutun. Hast du mich verstanden?« »Ja«, der Wind ließ sein offenes Hemd flattern. Sein Gesicht war unbewegt. Und von seinen eigenen Augen waren nur noch die Höhlen zu erkennen. Dann fiel die letzte Bandage. Ich sah Richard an. Und auch sie sahen Richard an. Ich sah ein Gesicht, das ich seit 5 Jahren kannte und das mir vertraut war. Sie sahen einen verzerrten, lebenden Monolithen. »Da hast du deinen Willen«, sagte ich heiser. »Jetzt siehst du sie.« Unwillkürlich trat er einen Schritt zurück. In seinem Gesicht flackerte ungläubiges Entsetzen auf. Blitze zuckten vom Himmel. Hoch in den Wolken rollte der Donner und das Wasser war zurückgewichen wie das des Styx, des Flusses der Unterwelt. Arthur, wie abscheulich er aussah. Wie hatte ich nur in seiner Nähe leben, je mit ihm sprechen können? Er war kein menschliches Wesen, sondern nur eine stumme Pestilenz. Er war... »Lauf, Richard! Lauf!« Und er lief. In riesigen Sätzen rannte er davon. Vor dem dunklen Himmel wurde er zu einem grotesken Knochengerüst. Meine Hände flogen hoch. Schreiend riss ich sie in einer bizarren Geste über den Kopf und meine Finger griffen nach dem einzigen, das mir in dieser Albtraumwelt noch vertraut war. Sie griffen nach den treibenden Wolken. Die Wolken brüllten ihr Echo. Ein gewaltiger blau-weißer Blitz fuhr herab, als sei dies das Ende der Welt. Er traf Richard. Er hüllte Richard völlig ein. Dann erinnere ich mich nur noch an den elektrischen Ozongestank und an den Gestank von verbranntem Fleisch. Als ich wieder zu mir kam, saß ich ruhig auf meiner Veranda und schaute zu der großen Düne herüber. Der Sturm hatte sich gelegt und die Luft war angenehm kühl. Die schmale Sichel des Mondes hing am Himmel, der Schein schien unberührt. Richard und sein Buggy waren nirgends zu sehen. Ich betrachtete meine Hände. Die Augen waren geöffnet, aber ihr Blick war glasig. Sie hatten sich verausgabt. Sie schliefen. Ich wusste nur zu gut, was zu tun war. Bevor das Tor sich weiter öffnete, musste ich es schließen. Für immer. Ich bemerkte schon strukturelle Veränderungen an den Händen selbst. Die Finger fingen an, kürzer zu werden und sich zu verändern. Im Zimmer war ein kleiner Kamin, in dem ich gelegentlich ein Feuer anzündete, wenn sich die feuchte Kälte Floridas allzu sehr bemerkbar machte. Auch jetzt zündete ich ein Feuer an. Ich beeilte mich. Sie konnten mir jeden Augenblick auf die Schliche kommen. Als das Feuer hell brannte, fuhr ich nach draußen an das Kerosinfass und überschüttete meine Hände mit Brennstoff. Sie wurden sofort wach und schrien vor Schmerz. Ich hätte den Weg ins Wohnzimmer und an das Feuer fast nicht mehr geschafft. Aber ich schaffte es. Das liegt alles jetzt schon 7 Jahre zurück. Ich bin immer noch hier und immer noch beobachte ich die Raketenstarts. In letzter Zeit sind sie häufiger. Die jetzige Regierung hat wieder großes Interesse an der Raumfahrt. Es wurde sogar davon gesprochen, dass es weitere bemannte Venus-Sonden geben soll. Ich habe den Namen des Jungen ermittelt.
wenn das auch keine Rolle spielt. Seine Mutter hatte geglaubt, er habe auf dem Festland einen Freund besucht. So wurde die Polizei erst am darauffolgenden Montag alarmiert. Richard? Nun, die meisten hatten Richard ohnehin für einen komischen alten Trottel gehalten. Sie glaubten, er sei wieder in Maryland und habe sich mit irgendeiner Frau zusammengetan. Ich selbst wurde stillschweigend geduldet, obwohl die Leute mich für ziemlich exzentrisch halten. Welcher Astronaut schreibt schließlich ständig an seine gewählten Vertreter in Washington, um ihnen zu sagen, dass die Mittel für die Erforschung des Weltraums bessere Verwendung finden könnten? Ich komme mit diesen Haken ganz gut zurecht. Etwa ein Jahr lang hatte ich entsetzliche Schmerzen, aber der menschliche Körper kann sich an fast alles anpassen. Ich rasiere mich mit ihnen und kann sogar die Schuhe zubinden. Und wie Sie sehen, schreibe ich auf meiner Schreibmaschine sauber und gleichmäßig. Ich glaube nicht, dass es mir Schwierigkeiten bereiten wird, den Lauf meiner Schrotflinte in den Mund zu nehmen und den Abzug zu betätigen. Es hat nämlich vor 3 Wochen wieder angefangen. In einem perfekten Kreis wachsen 12 goldene Augen auf meiner Brust.